Hallo, ihr Lieben. Ich wollte heute ein bisschen erzählen, was ich so mache, wenn jemand zu mir kommt und mit der Stimme arbeiten möchte, an der Stimme arbeiten möchte. Wie kann man sich denn sowas vorstellen? Also ganz klar, ich gebe keine klassischen Gesangsstunden in dem Sinne, dass ich sage, du musst die und die Übung machen und das musst du rauf und runter singen und dann erst dann kannst du singen oder sowas. Nein, so ist es nicht. Versuche einfach anzuleiten, Erfahrungen zu machen im Körper, also dass man die Räume im Körper spürt, dass man die Stimme im Körper spürt, dass man ins Spüren kommt, ins Fühlen kommt und so einfach auch Bewusstheit sich im Körper und im Spüren entwickelt. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Bewusstheit an sich genau weiß, was zu tun ist. Also wenn ich dir helfe, bewusst zu werden, indem ich dir bestimmte Fragen stelle oder bestimmte Anleitungen gebe und du dann mit diesem Bewusstsein dich selbst beobachtest, dann passieren wirklich die tollsten Dinge. Also dann entdeckt man, ah, so und ah, und so kann sich das anfühlen. Dann passieren diese Aha-Effekte. Und ja, es ist total schön, weil ich merke immer mehr, es geht wirklich nicht darum, kontinuierlich so richtig mehrere Stunden am Tag irgendwie zu üben und wie vorher schon gesagt, die Stimme rauf und runter zu bewegen, sondern es geht darum, das, was wir tun, so bewusst wie möglich zu tun und total bei der Sache zu sein. Das kennst du vielleicht, wenn du irgendwas erledigst und dann bist du aber eigentlich im Kopf schon beim nächsten Schritt oder bei der nächsten Sache und dann bist du nicht bei der Sache und dann läuft irgendwas schief, dir fällt was runter. Und so ist es natürlich beim Singen auch. Wenn du nicht bei der Sache bist, wenn du den letzten Ton, wenn der noch klingt und du aber eigentlich schon bei der nächsten Phrase bist oder so, dann kommst du nicht weiter. Also du musst total da sein, total präsent sein. Und das ist eigentlich so ein Kern, ja, der Kern meiner Arbeit. Und in dieser totalen Präsenz, wenn du in deinem Tun, in deinem Wirken total präsent bist, dann ist es wunderbar, dann ist es wunderschön, dann ist die höchste Energie da drin. Und dann berührt es andere Menschen. Dann berührt dein Singen, dein Klingen. Weil diese Präsenz, die reine Präsenz da drin ist. Ja. Also wie gesagt, es geht mir darum, dies selbst im Körper zu erfahren und ich weise da einfach immer nur darauf hin, probier mal das, probier mal so, beobachte mal diesen Teil, beobachte das und dann versuche ich immer auch zu sagen, beschreibe in deinen eigenen Worten, was hast du erlebt, wie hast du es erfahren. Und so, dass du letzten Endes auch dir selbst dann helfen kannst, ja, weil manche kommen und die möchten dann immer, dass ich sage, was sie jetzt besser machen sollen oder was sie jetzt anders machen sollen. Aber ich nehme diese Verantwortung nicht an, ich gebe diese Verantwortung zurück und sage, ich gebe dir Fragen an die Hand und diese Fragen kannst du dir letzten Endes selber stellen. Und dein Bewusstsein ist so, so intelligent, dass es wirklich, ja, es kann sich selbst regulieren, wenn du einfach nur bewusst bist. Und das wissen wir ja, dass es eine Arbeit fürs Leben ist, ja, immer bewusst zu sein oder immer bewusster zu werden und
In diesem Sinne, ja, rege ich eben auch in Gesangsstunden dazu an. Und was so ganz erstaunlich ist mit den Online-Gesangsstunden, seit jetzt Corona ist, geht es ja aktuell gerade eigentlich gar nicht anders, ist, dass die Erfahrung so positiv ist, obwohl die meisten zu Beginn so skeptisch sind und sagen, nee, wie soll denn das gehen? Das kann man sich gar nicht gut vorstellen. Aber das Faszinierende daran ist, dass, ja, dass ich genauso wahrnehmen kann, als wäre die Person mit mir im Raum. Ich nehme genauso wahr, was verändert werden darf und in welche Richtung wir gehen können, weil es ist, die Essenz der Sache ist nicht das, dass wir gemeinsam im Raum sind, sondern dass wir gemeinsam präsent sind. Hier in diesem Moment. Und über diese Energie, über diese Präsenz sind wir total miteinander verbunden. Und da gibt es keinen räumlichen Abstand. Da sind wir einfach gemeinsam hier. Und in diesem Hiersein spürt man das, was wichtig ist. Und kann ich auch trotzdem genauso gut die Anleitung geben. Ja, also das ist ein ganz großes Geschenk. Und so funktionieren ja auch Fernheilungen zum Beispiel, dass die Energiesysteme sind einfach miteinander verbunden und wir spüren uns gegenseitig, auch wenn wir meilenweit voneinander entfernt sind. Ja, wunderbar. Schön, danke fürs Zuhören.